Yo Leute, was geht? Maru hier und wie ihr sehen könnt, Naruto Ultimate Ninja Storm Connections ist endlich draußen. Freunde, das Warten hat ein Ende, wir haben das Spiel. Ich freue mich mega drauf. Ich muss an der Stelle erwähnen, Freunde, dass ich das Spiel kostenlos von Bandai Namco zur Verfügung gestellt bekommen habe. Kleiner Disclaimer. Und jetzt, Freunde, neues Opening habt ihr auch gerade gesehen. Unfassbar clean. Das erste Opening, wo man, glaube ich, für die Musik keinen Copyright Strike kriegt. Also es ist eine relativ entspannte Musik. Ich habe das Opening bisher noch nicht gesehen gehabt. Aber muss sagen, dass es trotzdem von den 10 her gut umgesetzt worden ist. Die Musik hier ist entspannt. Wir gucken uns einfach heute an, Freunde, was sich so großartig verändert hat in Storm Connections. Gehen kurz einfach in jeden Menüpunkt rein, schauen uns einfach an, so der erste Eindruck, was ist einfach anders. Ich hatte ja, wie gesagt, schon auf der Gamescom die Möglichkeit, das Spiel anzuzocken. Gameplay-Videos zu den einzelnen Charakteren sind alle auch auf dem Kanal online. Aber jetzt bin ich gespannt auf die Moodys, Freunde, was da alles dazugekommen ist, was wir alles haben. Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection Speicherdaten nicht vorhanden, so nämlich. Freunde, ich freue mich drauf, also mega geil, mega geil. Erstmal hier die ganzen AGBs unterzeichnen, ja, ja, ja. Kurz seine Seele verkaufen. Oh Gott, Alter, 23 Seiten, Freunde. Gut durchlesen, ich sag's euch nur. Okay, während einer Installation kann ausschließlich der Modus freier Kampf gespielt werden. Okay. Ich bin noch in der Installation, Freunde. Ich war greedy, ich konnte gar nicht warten, bis das Spiel komplett installiert ist. Ich habe direkt schon, bin schon direkt rein. Über Steuerungsarten, zwei Steuerungstypen, einfache, normale, genau. Weiß ich Bescheid. Ich nehme die normale Steuerung, Freunde. Mit Training anfangen, kann auch später im freien Kampf unter Training gespielt werden. Soll mal während des Spiels noch installiert direkt in den Trainingsmodus reinkommen, let's go. Grundlagen der Fußtechnik. Fang mit Bewegungstraining an, komm. Ich bin echt gespannt, Freunde. Ich habe echt Bock drauf. Okay, Grundlagen der Fußtechnik. Da geht es halt um die normalen Movements. Einfach so ungewohnt, dass es keine Shurik mehr gibt, Junge. Und keine Tilt, Freunde. Da bin ich damals schon... Also, Chakra-Shuriken. Okay, ich muss mich bewegen. Was ist das für ein Sound? Wow, ich hab's geschafft, Freunde. Ich kann mich bewegen. Springen. Doppelsprung. Doppelsprung auch ganz nice, wenn man kein Chakra hat, Freunde. Um den Gegner einfach ja nicht in Ruhe zu lassen. Ein paar Sekunden später. Freunde, wie ihr seht, das Spiel ist jetzt installiert. Ich habe den Trainingsmodus durchgegrindet und ich muss sagen, ohne Spaß, macht den auf jeden Fall. Tut den nicht skippen. Weil da sind schon gerade auch in Bezug auf die neuen Gameplay-Änderungen einige Tipps und Tricks dabei. Also Tipp Nummer 1, Leute, Trainingsmodus mitnehmen und nicht skippen. Wir sind aber jetzt durch. Wahrscheinlich muss ich kurz das Spiel neu starten. Kampftraining beenden, kann auch später im Freien. Yes. Okay, verpasse keine der täglichen Belohnungen. Erhalte tägliche Belohnung für Online-Anmeldungen. Nice, was kriegen wir jetzt? Halt ein Ninja-Infokartenbild. Nice. Okay, das wird wahrscheinlich für Ranked relevant sein oder für meine Online-Karte, Online-Profil. Alright. Also nicht wundern, Freunde, ich habe die digitale Ultimate Edition, heißt das. Und dann sind die ganzen zusätzlichen Dinge noch mit am Start. Okay, nice. Kleidung, Naruto, Uzuma, Biju Bomb, großer Ninja-Krieg. Okay. Aber ich habe gesehen, man wird die meisten Outfits, Freunde, an der Stelle auch für Ingame-Währung kaufen können. Okay, Geschichtenmodus sieht so aus. Auch clean, Digga. Dieses, Alter, mit dieser Schaukel. Diese legendäre Naruto-Schaukel, Freunde. Und dann einfach der erwachsene Hokage-Naruto, Digga. Dieses Bild, brutal. Sammlung, Enzyklopädie, Online-Kampf. Gibt mir ein bisschen Revolution-Vibes, so diese Position. Freier Kampf. Und besondere Geschichte. Ja, Mann. Das ist alles, Freunde. Das ist das komplette Menü. Ich würde mal sagen, wir starten mit dem langweiligsten. Und zwar mit der Sammlung. Was hat es hier so mit auf sich? Da haben wir wahrscheinlich... Sehen wir direkt hier... Okay, wow, was? Kleidungsfarben. 829 insgesamt. Ah, hier sind die ganzen Outfits drin. Beziehungsweise die... Das sieht voll nice aus, Leute. Das sieht... Wisst ihr, was für... Woran ich denken muss? Pokémon Shiny Form. Ihr habt so das normale Outfit und jetzt diese Shiny-Farbe. Guck mal, dieser Naruto in dieser Farbe, als wäre das so ein Shiny-Naruto. Freunde, ich habe gerade versucht, in den Online-Modus reinzukommen. Hat nicht funktioniert, dadurch, dass ich das vorab aufnehme. Server sind wahrscheinlich noch nicht online. Zu dem Online-Modus selber, Freunde, wird es aber so viele Videos geben und natürlich auch Streams. Heißt, gerne auf Twitch vorbeischauen, Freunde. Ich habe da mega viel vor umzusetzen und da werde ich mich überwiegend die meiste Zeit aufhalten im Online-Modus. Da habe ich mega Bock drauf. Ich habe aber gehört von anderen Streamern und Creatern, dass man anscheinend nur
den Mitspielersuche-Modus und den Ranglisten-Modus hat und dass man bei der Mitspielersuche die Freunde nicht einladen kann. Bin mir aber sehr stark davon, also ich gehe aber sehr stark davon aus und bin mir sicher, dass sie das mit der Zeit noch hinzufügen werden, hinzufügen müssen. Genau, Freunde, dann kommen wir zurück zum Geschichtenmodus und das wird die Geschichte sein, die wir von der kompletten Storm-Reihe kennen. Also hier werden wir, nehme ich mal an, Storm 1 Story bis Storm 4 Story komplett nachspielen können. Geschichte wiederherstellen. Im Geschichtenmodus kannst du Episoden durchspielen, um die Geschichten wiederherzustellen. Dieser Modus besteht aus insgesamt 8 Kapiteln. Fang an, wo du willst. Ah, okay, geil. Ich kann mir aussuchen, ob ich direkt mit dem letzten Kampf anfange. Heißt, von hinten die Story nachspiel. Oder direkt von Anfang an durch. Geil, Freunde. Das ist cool, das ist cool. Da bin ich gespannt drauf. Also werden wir auch hin und wieder in den Streams immer mal wieder ein paar Missionen, ein paar Storykämpfe machen. Oh, ich freue mich auf jeden Fall auf den Kampf Naruto vs. Pain und der Kampf der Brüder. Ich glaube, Kapitel 4, das war so Storm 2 Zeiten, kann es sein? Storm 2 Story, ey, war insane, Digga. War insane, Mann. Da freue ich mich echt am meisten drauf. Leute, ich sehe gerade, dass es hier noch ein Untermenü gibt und man kann irgendwie seine Fähigkeiten prüfen. Heißt, man hat hier auch nochmal von den ganzen Charakteren ein Level. Und man hat hier verschiedene, okay, gewinne einmal in der Variante Liga, gewinne einmal im freien Kampf Liga. Varianten Turnier und Co. Und dadurch kann man den Charakter leveln, durch diese Herausforderung, durch diese Mission. Ist spannend, Freunde, das ist auch komplett neu dazugekommen. Gab es im vierten Teil nicht. Die Frage ist halt, welcher Einfluss das Level vom Charakter hat. Direkt die Main-Charaktere leveln, würde ich sagen, Freunde. Damit fährt man am besten. Und, Freunde, natürlich auch ganz wichtig in den Optionen, wenn ihr die Spracheinstellung ändern wollt. Viele von euch werden das Game wahrscheinlich auch auf Japanisch oder jetzt, Leute, das erstmal möglich auf Deutsch umstellen wollen. Und das Ganze macht ihr hier. Zack, Japanisch, Englisch, Französisch, Deutsch. Das sind erstmal diese 4 Sprachen. Okay, krass, die umgesetzt worden sind. Spanisch ist nicht dabei. Okay. Verschickt mich jetzt ein bisschen, aber Leute, wir würden für den Anfang, würde ich sagen, und gerade auch für die Story, die deutsche Sprache abändern, zustimmen. Besondere Geschichte schauen wir jetzt auch kurz an. Originalgeschichte und Grafiken von Masashi Kishimoto. Den Dude kenne ich. Krasser Typ auf jeden Fall. Die Welt dürstet nach Konflikten. Geil! Schnappt sie euch! Schnappt sie euch! In denen wir mit unseren Herzen kämpfen. Auf Deutsch hat es nochmal... Das kommt krass rüber auf Deutsch, Mann. Oh mein Gott. In solchen Zeiten weiß man, dass man am Leben ist. Entwickelt von CyberConnect 2. Aber jetzt tun alle so, als ob sie darüber stehen. Das Fundament der jetzigen Welt sind armselige Konzepte von Banden und Verbindungen. Alles ist lediglich um die Erinnerungen herum aufgebaut, die bisher gesammelt wurden. Das bedeutet, die Welt basiert auf Erinnerungen. Aber was würde mit der Welt geschehen, wenn es diese Dinge nicht mehr gäbe? Genau, die Leute tun das, was sie immer getan haben. Ich werde diese Welt verändern. Nice. Pain, der ehemalige Anführer von Amegakure, starb, bevor er seinen Traum verwirklichen konnte. Ich habe seinen Willen geerbt und werde die Herrschaft der Stärksten durchsetzen. Eine Welt, in Katon. Der die Stärke regiert, Go, komm, ist die Zukunft. Satan. Und auf ewig mit meiner Macht. Weil ihr wisst ja noch die Szene, wo Madara einen Feuerball-Jutsu gemacht hat und wie viele Ninjas die Wasserwall machen mussten. Geil. Wir müssen die 5 Nationen vernichten. Die 5 Kage zerstören und mit ihnen alle, die sie unterstützen. Ich erwarte von euch allen große Taten. Okay. Hört sich nach einem Plan an. Und nun... Lasst die Spiele beginnen. Wie geil. Einfach Spiele. Kapitel 0, Kampf der Besten. Oha. Was geht hier ab?
Buch, wie das aussieht. Ah, Sasuke versus Naruto. Amaterasu. Jetzt bin ich auf Narutos Stimme gespannt. Boah, sieht so clean aus, Junge. 60 FPS. Siebter Hokage. Puh, einfach kurz geswitcht. Da hatte man ja damals schon so einen kleinen Gameplay-Trailer davon gesehen gehabt. Von den beiden. Okay, mit mehr als 60% Gesundheit abschließend führe eine 20-Treffer-Kombo durch. Erledige einen Gegner mit einem Ninjutsu. Erledige einen Gegner mit einem Ninjutsu. Okay, krieg ich hin. Wer bin ich? Ich bin Sasuke, okay. Junge, wie das einfach aussieht. Nein! Jawohl, Endless Combo ist da. Welche Grab war das? Ah, das war der Sasuke hier. Die Grab war halt auch schon echt okay, Mann. Ein Ninjutsu? Zwei, okay. Wie viel Schaden das einfach macht. Der Damage von den Ninjutsu ist einfach insane. Boah, das Ninjutsu ist geil. Das gefällt mir richtig gut. Warum rennt er weg? Bleiben Sie hier. So, ich muss mit dem Ninjutsu beenden. Was war das? Hä? Warum trifft's nicht? Hilfe! Ja, Mann. Komm her! Stobi! Nice. Und mit einem Ninjutsu, so nämlich. Kampfergebnis A? Hey! Ich hab zu lange gebraucht. Okay, das ist nicht die deutsche Naruto-Stimme, die ich im Kopf hatte. Kurama. Okay, weiter geht's. Mit mehr als 60% mit einem Ninjo zu dreimal treffen, führe 10 Hit-Kombo. Okay. Der Damage von den Jutsus ist einfach insane, Freunde. Ich kann einfach Jutsu spammen. Oh, nein, Moment. Aber ich beeil mich. Oh, Bijudama. Warte. Hey, guck dir sein Leben an. GG. Ich bin einfach aus der Bijudama gedodged mit einem Tauschbalken. Real Talk, krass. Wohoho. Wow. Rasengan, Shidori. Quicktime Events, please, Quicktime. Darf ich irgendwas smashen? Darf ich irgendwas smashen? Ihr wisst, was ich meine. Licht der Phantomwelt und seiner vergänglichen Spur. Wie
ist es dazu gekommen? Der Anfang war ganz unauffällig. Okay, das war wahrscheinlich jetzt das Ende, was wir gesehen haben, was aber auf den Anfang gesetzt wurde. Von der Story. Stufe 2 von dem Sasuke. Ja, das A müssen wir nochmal neu machen, Freunde. Das war hier. Muss wieder erstmal reinkommen in Storm. Muss natürlich ein schönes, fettes S drinstehen. Genau, und jetzt haben wir auch hier den Story-Modus, den neuen. Geil. Sehr cool. Werden wir definitiv in den Streams grinden, Freunde. Und Leute, abschließend freier Kampfmodus. Und da werde ich wahrscheinlich die meiste Zeit drin sein. Wie gesagt, hier im freien Kampfmodus hat man die ganzen verschiedenen Modis drin. Liga, Versus Duell, Turnier und so, Überleben. Müsste in Online-Modus auch noch reinkommen. Aber wir gehen jetzt mal kurz in Versus Duell rein. Denn, so wie man sieht, Freunde, sollten alle Charaktere, wie ich weiß, schon verfügbar sein. Heißt, wir haben das vollständige Charakter-Raster. Geil, Mann. Jetzt sehe ich das auch zum ersten Mal. Alle spielbaren Charaktere. Und die verschiedenen Jutsus, ja. Guck mal, Indra Ashura hier am Start. Okay, die haben das dann einfach gemixt. Und die neuen Outfits der Dinger-Charaktere. Ich weiß das gar nicht, ob das bei der Road to Boruto-Erweiterung schon da war. Die erwachsenen Outfits. Ich glaube schon. Bin mir nicht sicher. Und auf der letzten Seite haben wir dann hier nochmal diese besonderen Kandidaten. Da haben wir noch hier Team Kara, Jigen, Kuchin, Kashin, Delta und Bodo. Nice, Freunde, nice. Also, was halt wichtig zu erwähnen ist, Freunde, oder was geil ist, viele alte Charaktere haben einfach neue Buffs bekommen, sind stärker geworden. Beispielsweise bei dem Hokage hier beim zweiten hat man die Grab abgeändert, heißt, sie ist stärker geworden. Davor hat er den Gegner einfach gegrabt. Jetzt teleportiert er sich zum Gegner und grabt einfach gleichzeitig. Und dadurch, dass halt jeder Charakter nochmal ein zweites Ninjutsu bekommen hat, hat sich da auch ein bisschen was getan. Also ich bin jetzt gespannt mit Release, was sich da so verändern wird. Also auch Tierliste technisch. Ich denke, viele alte Charaktere werden dann auch jetzt durch diese Buffs wieder weiter oben gerankt werden. Leute, wenn da Interesse besteht, die ganzen einzelnen Charakter-Buffs durchzugehen, was da sich großartig so verändert hat, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Vielleicht wird dazu dann auch nochmal ein Video kommen, aber ich bin gespannt zu sehen, so welcher Charakter oder welche Charaktere die Tierliste in Storm Connections anführen werden. Klar, am Ende des Tages hängt es auch immer von dem Spieler ab und vom Skill, aber manche Charaktere sind einfach auch krasser, muss man an der Stelle sagen, oder haben einfach bessere Möglichkeiten, bessere Kombos, bessere Ninjutsus etc. Leute, das war jetzt der erste Eindruck erstmal von Storm Connections. Geschichtsmodus, besondere Geschichte, freier Kampf, Online-Kampf wird wie gesagt gesondert abgehandelt und dann halt sozusagen hier noch Sammlung Zeugs, was man sich durchschauen kann. Freunde, ich freue mich unfassbar drauf. Die nächsten Tage werden einige Videos kommen. Ich werde euch bombardieren. Danke an der Stelle nochmal an Bandai Namco Deutschland fürs Bereitstellen. Und Freunde, wenn das Video euch gefallen hat, ihr Videowünsche habt, was ich bringen soll, was ich machen soll an Content, gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten sieht man sich beim nächsten Mal, Freunde. Macht's gut und haut rein. Euer Mautoxi. Ciao.